Hallo und herzlich willkommen zurück. Wie es sich herausgestellt hat, hat es doch aufgenommen und ich bin einfach nur dämlich. Wir hätten es ahnen müssen. Tatsache aber war, dieser Tag sollte ein ganz normaler Tag sein. Oh nein. Oh, das war knapp. Wo müssen wir jetzt? Hendrix, ach, da bist du. Was will er hier? Ich weiß auch, diese Mission fand ich am schlimmsten in der Story, weil die so Horror war. Und jetzt mit Zombies, ah, die habe ich noch. Wegfach wechseln. Ah, habe ich jetzt als zweiter etwa den Raketenwerfer oder so? Was ist das hier? Magische Kiste. Was haben Sie unter Coalescence gefunden? Oh, ich weiß nicht, was das für eine ist. Projekt Corvus. Ich glaube, die ist gut. Man of die War. Welt wusste nichts davon. Und nicht einmal die meisten. Eingeweihten. Inoffiziell. Eine zensierte Fußnote im Geschichtsbuch von Langley. Ein Teil von mir wünscht sich, wir hätten umgedreht. Wieso? Es wäre einfacher gewesen. Für mich. Nein, die nehme ich nicht. Für Hendrix. Für die Welt. Ist das so schlimm? Angesichts der entmutigenden... Warte kurz, Hendrix! Wir hatten keine... Ach, nee. Das haben die vom Schicksal Gebeutelten selten. Gebeutelt. Tolles Wort. Ich erinnere mich an diese Stelle. Hier kam dann dieser Roboter, der hat noch gelebt, das weiß ich. Du hast noch gelebt. Ich weiß es ganz genau. Oh, mein Knie! Oh. Wusste ich's. Ich hab's gesagt. Oh, jetzt kamen mir, glaube ich, ganz viele Roboter. Oh, nee, das ist der Raucherraum. Ah, Zombie. Oh, die hat ganz schön niedrige Feuerrate. Aber dafür dann sicher ordentlich Bums. Hallo? Oh, ist die gut? Ah! Ich hoffe mal, die sagen, so gut ist. Ah, die kommen aus dem Nichts. Was auch eine Man-O-War, nur automatisch. Und mit diesem Visier. Das Visier ist irgendwie voll geil. Die will ich nicht. Alter, wo hab ich die? Hilfe, hinter mir. Hinter mir mal welche. Na, das sieht ja auch, wie es aussieht, wenn man stirbt. Und alles nochmal von vorne, weg mir am Arsch. 1, 2, 1, 2. Sag mal, Kniebeugen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So reicht. Dass wir nicht hoch können. Oh, können wir doch. Tut mir leid. Ich bleib hier oben dann mal. Du unten, nicht oben. Abgemacht. Ich wette, jetzt kommen alle oben. Ich wette. Hallo? Ja, die Raucherkabine wurde abgepumpt. Ach du Scheiße. Hey, die versuchen hier hochzuklettern. Ah! Alter, aus dem Nichts kommen die hier. Voll die Ninjas, lass mich in Ruhe. Alter, gibt er mir gleich zwei. Hey, das ist Insta-Kill. Ey! Alter, ich hasse die Zombies. Lass mich in Ruhe. Kiten. Alter, woher kommen die denn immer? Alter. Das ist ganz schön unfair, wenn die einfach aus dem Nichts irgendwo kommen. Ach nee, nicht wieder diese Stelle. Ja, Roboter lebt, bla bla bla, Mord, Totschlag, hier über Zombies, fertig. Raucherkabine kommt auch gleich. Ich stelle mich schon mal runter. Hier bin ich. Nimm mich. Jetzt nimm mich. Ich habe gerade Schocken wegen dem Roboter. Nimm mich, nicht ihn, nimm mich. Oh. Sieht ein bisschen so aus, als ob ich das kaputt geschossen hätte. Guck mal, die spawnen hier einfach aus dem Nichts. Und aus der Tür kommen, glaube ich, vielleicht noch welche. Der kam aus dem Nichts und kein Kopf mehr. Böse. Ah ja, das meine ich. Vor allem, die schlagen so schnell dann noch.
Die Tutsi gerade eben zum Beispiel, die kam aus dem Nichts. Alter, Internet, nein! Ach. Ich glaube, ich werde dieses Let's Play hassen. Ich hoffe, man hört kein Rauschen wie beim letzten Mal oder so. Bei der letzten Folge von WWE2K16 hat man leider so ein Rauschen gehört. Und mal Torben doppelt gehört. Und so einiges anderes. Ja, Roboter lebt, langweilig. Kann ich hier nicht einfach rein oder so? Oh, ich werde Munition brauchen. Die erste kommt hier gleich. Ich war noch aus dem Nichts, das nervt mich ein bisschen. Und ich spiele einfach nur auf normal, ich spiele jetzt nicht auf extrem oder so. Das hier ist der normale Schwierigkeitsmodus. Hilfe! Ihr seht schon, das ist schrecklich. Was soll ich denn da machen? Die Folge wird nur dieser Punkt hier sein. Die Manowar Scheiße. Na, guck mal, die verzieht. Welche Waffe schießt denn so? Meine, guck mal, hier der Einschlagradius aus. Wie viele Meter sind das? Maximal 5. Ah, vor allem immer dieselbe Animation. Ja, wir wissen, dass du einen Roboter schießen kannst. Es soll weitergehen. Ich will das nicht rausschneiden, dafür bin ich zu faul. Erster Zombie kommt hier. Zweiter hier. Dritter kommt von der Seite. Dann wenn die nur gehen würden, wäre das ja noch okay. Aber die laufen ja hier auch. Bleib jetzt erstmal bei ihm hier. Ah, hinter mir. Nein! Das meine ich! Die spawnen aus dem Nichts, da ist einer genau vor mir gespawnt und ich konnte jetzt nicht weg sliden. Alter, ich sehe schon, das Projekt wird ein totaler Reinfall. Wenn das hier zu oft vorkommt mit dem, ich komme hier nicht weiter und so, dann werde ich einfach mal. Wenn der Part jetzt zu Ende ist und ich bin immer noch hier, dann werde ich jetzt das so lange machen, bis ich einfach weiterkomme. Damit das nicht zu langweilig wird. Ich meine, drei Folgen hier in einem Raum, das wäre ja auch ein bisschen langweilig. Ja, bla bla, Raucherecke, bla bla bla. Hier kommt ein Zombie. In 3, 2, 1 und Zombie aus dem Nichts. Kommt hier der nächste, dann kommt hier jetzt einer. Hier oben die Tussi. Davor aber noch hier der Heini. Ah, hier. Das ist die Tussi, der Heini hat sich verspätet. Hier ist er. Nein! Das meine ich. Wieso erschießt er die nicht? Jetzt haben wir Instakill, jetzt müssen wir normalerweise die instant killen. Ah, ich hasse sie. Was das hier ist, weiß ich nicht. Shiro schießt auf sie. Ich habe eine Fähigkeit. Ich kann rammen. Rammen! Da! Ich hoffe, hinter mir kommt keiner. Ah! Die kommen aus dem Nichts. Ich hasse diesen Modus jetzt schon. Ich hasse ihn aus dieser Seele. Ja, meine Fähigkeit funktioniert nicht mehr. Unfair. Hendrix, hier Granaten. Sie mögen dir helfen. Nachladen. Hinter mir, neben mir. Stirb. Der hat Anfälle. Der ist hoffentlich tot. Ey! Es gibt nichts Schlimmeres, wenn auf einmal einer hinter dir steht. Ich gehe mal lieber hier weiter. Vielleicht sollte man auch flüchten einfach nur. Kann ich mir zwar schlecht vorstellen, aber... egal. Mit der Macht! Öffne ich das die Tür. Das menschliche Testlabor. Was erwartete sie dort? Wir fanden die Wahrheit, die Ursache des Desasters. Sind Sie sich sicher? Wir wussten nicht alles, noch nicht, aber das war die Quelle.
Wir wussten, dass Coalescence der Ursprung des Virus war. Aber Rückstände von 6115 in der Luft ließen keinen Zweifel daran, dass dort alles begann. Als es hier zum Desaster kam, starben Hunderttausende sofort. Nur? Achso, sofort. Das ist natürlich scheiße. Der Rest von Singapur atmete 6115 ein und verwandelte sich von Lebendem zu lebendem Toten. Diese Testsubjekte, sie waren mit einem direkten Neuralinterface miteinander verbunden. Ihr Geist war an den Zentralserver angeschlossen. Hendricks gefiel nicht, was er sah. Wir wussten, dass etwas nicht stimmte. Dieselbe Technologie in unseren Köpfen hat uns zu dem gemacht, was wir waren. Sie war hier unten, in diesem Raum. Wir konnten nicht sagen, was passiert ist. Aber die Daten haben nicht gelogen. Die Menschheit tut, was die Menschheit immer tut. Sie spielt Gott und vermasselt alles. Wir, die CIA, die Menschheit. Wir haben diese Dinge geschaffen. Wir haben die Welt verändert. Was meinen Sie mit die Welt verändert? Die Welt verändert, du Clown. Winslow Abkommen und Carter defensiver Partner. Wir lagen fast eine Dekade im Kalten Krieg. 6115 veränderte das. Als die Toten unter uns wandelten, legten wir unsere Differenzen beiseite. Bei all den Konflikten hat man selbst und der Gegner zumindest zwei Dinge gemeinsam. Beide sind menschlich. Und beide wollen, dass das so bleibt. Und da bin ich wieder. War das die Quelle des Signals? Nein. Aber es sah aus, als wäre Taylor durchgekommen. Unsere Antworten lagen weiter unten. Ach jetzt. Noch weiter unten? Okay. Okay, daran erinnere ich mich noch. Ja, und jetzt ist es ja ausgefallen. Also das System online. Ne, das geht noch. Man sieht doch sicher manchmal in Zwischensequenzen, wie die, oder jetzt, der redet so. Das liegt daran, dass hier. Oh. Ah, jetzt. So. Vielleicht liegt das daran, dass es nicht funktioniert. Übrigens, ich hätte auch so da hochkommen können, aber egal. Hält sich da oben nicht fest. Okay, Munitionskiste. Oh, diese Stelle war richtig scheiße. Hier kamen Roboter aus dem Boden. Ich bin ja so oft verreckt. Ich will hier nicht rein. Schnell, 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 schnell. Ich renne einfach durch, eiskalt. Was wollen die machen? Achso, mir eine verschlossene Tür entgegensetzen. Aber hier kann ich sie schön in der Reihe nach abknallen. Nachladen? Oh, da sind ein paar. Lass mich in Ruhe. Da sind ein bisschen viele. Nachladen, nachladen, nachladen. Ich bin geflasht. Von mir selbst. Ah, jetzt. Schnell da rein. Munitionskiste, schnell. Und weiter sliden. Ich wollte das hier eigentlich im Multiplayer spielen, aber das ist eben blöd, wenn hier ein Freund von mir ist und man den nicht hört. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Sliden, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Hui, lass mich in Ruhe. Ich bin immer weg, DE. Hä? Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, die Tür ist zu, die Tür ist zu. Der läuft ohne Kopf rum, hilft mir. Ich bin geflasht, schon wieder. Lass mich in Ruhe, verdammt nochmal. Irgendwas Gutes. Ich weiß nicht, ob was Gutes, ich nehm's mal. Oh, nur 15. Krieg ich was anderes noch? Ah, jetzt ist es offen, ne? Okay, das wird die Scheiße. Besser als das, was ich habe. MP. Das braucht Zeit, Leute. Das ist scheiße. Okay, einmal mache ich noch. Nur ein.